Hallo, meine lieben Buddies, ihr seid mitten in der Scheiße gelandet, beziehungsweise voll in der Action angekommen. Mitten in der Action sind wir gelandet. Ich muss erst mal gucken, wo hier was kommt. Ich sehe gar nichts. Oben, unten, rechts, links. Mal vorsichtshalber in die Richtung schießen, aber ich sehe halt auch nichts. Ich sehe auch niemanden, der auf uns schießt. Ach, da unten. Aha, jawohl, sind. Oh, shit. Du wirst doch wohl nicht etwa. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich den Fahrer getroffen hatte. Oder den Flieger, den Piloten getroffen hatte. Habe ich auch den Piloten getroffen? Jawohl. Hohoho, wie geil. Ich sehe allerdings nichts. Ah, da oben. Ah. Halt doch mal das Ding ruhig, Michael. Habe ich ihn erwischt? Ich denke schon. Halt mal die Bälle flach hier. Wechsel zu Michael. Ja, war klar, ne? Dürfen wir wieder eine Runde fliegen? Oh, es qualmt schon. Das ist nicht gut. Ich hoffe mal, sie verfolgen uns nicht noch weiter. Ich würde mal sagen, es waren nicht nur Meriwether-Leute, sondern es war wahrscheinlich auch die Armee, von der wir nämlich diesen einen Helikopter hier geklaut haben. Na komm, flieg schon ein bisschen rückwärts, oder? Oh, wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ja, wir landen. Geschafft. Yay, endlich. Gott sei Dank. The wire is going fucking crazy. Oh, and good to see you too. What's it been? Not 10 years? After this, the government won't care how long it's been. They're gonna put you and everyone you ever knew on their kill list. And you, I thought you would be smarter than this. What'd I do? Stealing a super weapon to sell to the Chinese. Damn, T. This some nuke or some shit? I thought you said you spoke to him. Yeah, I did. Okay? Kind of. I mean, he was all woozy and shit. It doesn't matter, all right? It's done. We've got it. Oh, we could put it back. You drop it in the sea by the time they get a salvage operation together. No! Oh, so you want a drone circling your trailer? We'll get you another score, Trevor. You owe me! Wait, get in that chopper! Listen to whatever this fucking moron has to say! Okay! Alright, and on that note, I'm out of here. You won't be seeing me back here in a long time. Hey! We need a score! Remember! Man, I thought I was done not getting paid for these licks. Hello! Me too!
gestohlen und wieder zurückgegeben. Ah, scheiße. Aber ich habe noch ein U-Boot. Ich habe noch ein U-Boot. So, meine sagen, das wäre nichts. Ein U-Boot. Scheiße. Keine Kohle, ey. Keine Kohle. Oh, der torkelt ganz schön rum. Ich fährt ein Traktor. Ich will einen Traktor fahren. Ich weiß, dass du ihn bekommst. Ich weiß, dass du ihn kriegst. Du bist schneller als der Traktor. Komm schon, der kann nur 5 km/h fahren oder so. So ein Mist aber auch. Ja, kann ich nur zu Leicester gehen dann das nächste Mal? Oh, nimmt der jetzt auch die Abkürzung hier? Ich brauche ein Auto. Hm, da hinten sind diese Satellitenschüsseln. Vielleicht finde ich da auch ein Auto. Hi, wer anhaltet durch die Galaxis? Bitte nimmt mich mit. Schade, dass man nicht einfach seinen Daumen raushalten kann, sondern höchstens seine Waffe zücken. Das heißt ja nicht, dass derjenige dann anhält. So, mit den Reifen kommst du auf jeden Fall nicht mehr weit. Oh, der fährt aber ganz schön weit mit den kaputten Reifen. Was ist denn hier hinten noch? Was ist denn da los hier? Ach, da wohnt doch dieser verrückte Typ, ne, bei dem wir so eine Schützenmission schon gemacht haben, glaube ich. Aber hier steht auch kein Auto rum, was ich klauen kann. Ich hätte dem nicht in die Reifen schießen sollen, ich hätte ihn klauen sollen. Oh, vorhin auf der Straße haben wir so einen Idioten, wollte ich schon sagen, so einen Kojoten überfahren. So einen idiotischen Kojoten haben wir da überfahren. Du bitte raus, ich möchte gern von der jungen Frau hier mitgenommen werden. Ah, Brother O'Neill. Fuck you, man. Whoa, whoa, whoa. You're the guy stealing contracts. You burnt the farm, killed my brothers. You had too many brothers. They needed culling. You're fucking dead. Aren't we all? We live and we die. That's our curse. Hey, you want to expedite the situation? Come fucking find me. Vespucci Beach, Los Santos, you inbred hillbilly fuck. I'll be there, man. I don't know when, but I'll be there. Oh, sie suchen nach uns. Nur weil wir das Auto geklaut haben. So eine Scheiße. Ja, wohin? Wohin, wohin? Und vor allen Dingen, wo ist denn bitte dieser Steinbruch, wo wir diesen einen Typen aufgabeln sollten? Auf jeden Fall muss ich erstmal gucken. Ja, zurück zu Lück oder auch Leicester genannt. Müssen wir auf jeden Fall. Wenn uns die Polizei hoffentlich gleich nicht mehr sucht. Mann, die kommen jetzt nicht den Feldweg auch noch lang gefahren. Ah. Und schon sind wir sie los. Ah, die suchen zum Glück auch nicht so lange nach einem. Niemand sucht hier irgendjemanden. Was? Hell awaits. Hell erwacht. Was? Möge das Erwachen kommen. Süßer die Glocken, sie klingen. Oh ja. Jetzt haben wir natürlich eine lange Fahrt vor uns. Müssen wir hier jetzt wieder erstmal in die Stadt zurückfahren. Hoffen wir mal, dass Michael mit Leicester vielleicht auch irgendeinen geilen Job an Land ziehen kann. Weil das war ja jetzt wohl mal richtige Kacke. Vielleicht bringt ja auch Franklin mal einen ordentlichen Job an und wir verdienen uns eine goldene Nase. Da ist mir glatt meine Nase verkrumen, die goldene. Die goldene Nase verkrumen. Boah, das wird eine lange Fahrt wieder. Bis wir hier in die Stadt kommen. Da hat man eine super Waffe geklaut und dann muss man sie wieder zurückgeben. Das hätte so viel Kohle bestimmt gebracht.
verdient hier so wenig Kohle manchmal. Ich möchte doch meine Karren aufmotzen und so. Versteht ihr meine Karren? Ich will richtig geile Schlitten fahren. Ich will nicht richtig geil Schlitten fahren, sondern ich will richtig geile Schlitten fahren. Schlitten? Wohl Schlitten? So eine geile Schnitte kann man auch mal fahren. Wuppa! Boom, 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 boom. Huch, hängt da einer runter? Oh mein Gott. Ach, das gehört zur Werbung. Ich dachte jetzt, da springt jetzt einer runter oder fällt runter hier. Pisswasser, da fuhr er wieder. Ich will ein frisches Pisswasser. Gib's mir. Komm schon. Ah, schöner Sportwagen, der hier an uns vorbeifährt, aber wir müssen ja auf jeden Fall die Spur wechseln. Da fährt noch ein schöner Sportwagen. Oh, der ist jetzt nicht mehr so schön. Oh, na. Ah. Ich hoffe, die Reparatur wird nicht allzu teuer. Das wäre aber schade. Oder düster davon. Mit der kaputten Tür an der Seite. Schön Sportwagen. Was ist denn das hier eigentlich für ein Haus? Sieht da auch mal lustig aus. Parkplatz oder sowas. Fahren, 40 von 100. Oh, wir verbessern uns. Wir haben ja auch einige Kilometer zurückgelegt, muss ich sagen. Ah, jetzt sind wir hier wieder am Pier, oder was? Oh, Mist. Da darf man da an einer bestimmten Stelle nicht weiterfahren, ne? Ach doch, hier kommen wir da tatsächlich noch rum. Seriously? A serious man asks serious things. Ich glaube nicht, dass ich diese Treppen hier runterfahren möchte, aber ich denke mal, ihr hättet es gerne gesehen. Da steht genau die Palme am Ende der Treppe. Ach, komm als Franklin wieder, um diese Mission zu starten. Ich dachte, ich sollte Lester besuchen. Ah, Lester. Ja. Na gut. Wenigstens sind wir wieder in der Stadt angekommen. Gucken, was Franklin in der Zwischenzeit so macht. Vielleicht versucht er ja, seine Freundin wieder zu bekommen. Oder ist mit seinem Hund Gassi. Damn, you fine, baby. So, Franklin, altes Haus. Oh, steht ja sogar schon ein Motorrad bereit. Gucken wir mal, was Lester für dich übrig hat, ja. Für unseren lieben Trevor hat er auf jeden Fall leider nichts. Wahrscheinlich hat er ihm auch nichts mehr zu sagen nach diesem Atombomben-/Superwaffenvorfall. Ach, die Grafik ist sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Easy Rider mache ich jetzt. It's a motor running. Running on the highway. Looking for adventure and whatever comes away. You've gotta go make it happen. Na 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 na. Ich kann leider den Text nicht weiter. Ah, ist eine glänzende Karriere als Motorradfahrer entgangen. Oh, mir ist aber eigentlich von Gesundheitspunkten gar nichts passiert, ist ja lustig. Oh, 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 was sehe ich da? $750 teures Auto. Hey, don't make me commit a 187, homie.
Raus mit euch, ihr Flaschen. Jawohl, ey, endlich habe ich so ein Teil. Dann diesmal auch nicht den Fehler machen, nicht in die Garage das Ding zu bringen, sondern wirklich in trockene Tücher einzuwickeln. Habe ich eigentlich schon eine Garage gekauft? Scheinbar nicht. Für Franklin. Oder? Ach doch, da unten. Mist, da müssen wir nochmal einen Umweg machen. Aber wir sind ja schnell mit dem Wagen unterwegs. Ich denke mal, das ist dann nicht so schlimm. Ein Infernus. Jawohl, das geht ab hier. Das ist genau das richtige Auto für Franklin für die Straßenrennen. Oh, der fährt sich so richtig infernös, der Infernus. Ein Infernus. Wer isst sie nicht gern? Ui. Oh, hier ist eine Ampel. Boah, biegt doch noch in die falsche Richtung ab. Mann, schöner Auto. Ich weiß gar nicht, den Infernus hatte ich mir, glaube ich, mit Michael auch schon mal gesichert. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Sicher, sicher. Jo, jo, dat. Wow. Ich will es ja nicht gleich zerschrotten hier, das Auto. Aber solche Sportwagen sind natürlich ziemlich anfällig dafür, dann irgendwann mal als Klumpen zu enden, wenn man so schnell fährt hier. Und nicht nur im Spiel, sondern auch im richtigen Leben ist das natürlich gefährlich, so schnell zu fahren in der Stadt. Merkt euch das gefälligst, wenn ich euch treffe. Dann ziehe ich euch aus dem Auto, wenn ihr so schnell fahrt. Während der Fahrt natürlich, versteht sich. Möb. Oh, da hat der gute Franklin ja schon einen ganz schönen Fuhrpark angelegt. Mal gucken, was haben wir denn als spezielle? Elegy. Nee, kenne ich ja schon. Ich will den Elegy nicht. Ich will den da. Der ist zwar nicht so cool und so toll. Ach nee, wir haben ja... Das ist schon der Elegy. Ist ja komisch. Das ist ja seltsam. Ja, jetzt können wir uns auch erstmal getrost auf den Weg zu... Lestardo wieder machen. Jetzt haben wir ja erstmal den Infernus. Den kann man später nochmal ein bisschen aufrüsten. Würde mich aber erstmal interessieren, dass, wenn ich jetzt den Infernus zerschrotte, den ich da in der Garage stehen habe, ob ich den dann wieder habe oder ob der dann für immer weg ist. Wenn der für immer weg ist, dann lohnt es sich ja gar nicht, den aufzupimpen. Oder ich muss ihn wirklich kaufen dann über diese Online-Seite, damit ich das Auto überhaupt behalten kann. Oh, was war das? Möp, möp, möp. Jetzt wäre natürlich der Airbag dran gewesen gerade. Meteorite. Okay, was ist denn das Meteorite? Ist das so eine Sache wie Mars, Twix, Snickers? Achso, man darf man hier eigentlich diese Marken erwähnen, ohne verklagt zu werden? Snicke Twickers. Oder Twicker ein Snicks. Auch ein nettes Auto hier. Sah ein bisschen Mustang-mäßig aus. Mustang. Warum heißt das so? Weil du Mus bist. Wenn du an der Stange klebst, dann ist das ein Mustang. Guckst du so blöd? Ja, das war's Eis, ne? Hast du nur davon? Na, da stand ein Pantomime, ich hab's genau gesehen. Oh, Polizei, schnell weg hier. Lester, hilf mir, ich werde verfolgt. Oh, was ist denn das hier? Strandpatrouillenfahrzeuge?
Nice. Lifeguard-Fahrzeuge. Ha, cool. Aber das ist jetzt nicht das, worum es geht. Lassen wir die mal stehen. Begnügen uns mit unserem Auftrag, den wir ja hier eigentlich annehmen sollen. Lass mich in Ruhe, Mann. What's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit. Y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friends' ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right. Fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Tja, das hört sich doch nach einer ganz guten Investition an und vor allem sollten wir vielleicht dran denken, ein paar Aktien zu kaufen. Wie hieß das Ding nochmal? Bob Mullet? Nein. Bank of Liberty? Ich hab's schon wieder vergessen. Nein. Vielleicht hier? Ah, Beta Pharmaceuticals. Das sind doch die, von denen er gerade gesprochen hat, oder? Wie Mollis, jawohl, sehr cool. Dann müssen wir davon natürlich ein paar kaufen. Wenn die natürlich richtig abgehen, dann investieren wir jetzt mal hier die 20.000 von unserem Kapital. Wir haben ja einiges da. Oder machen wir es gleich richtig, machen wir gleich 50.000 oder so. Weil wenn die hochgehen nach diesem Job, dann heißt das ja, dass wir die verkaufen müssen. Und dann haben wir noch mehr Kohle ohne Ende. Hoffentlich. Sehr cool. Vielleicht kriegt man da unsere Investitionen wieder rein. Mal gucken. Das wäre es mir wert. Auf jeden Fall. Wohin müssen wir zum Hotel? Blue Hotel. Ah, hier stehen ja ein paar Autos rum, da kann ich mir eins nehmen. Sehr schön. Nehmen wir uns was Schnelles. Lauf nicht drum rum, steig ein. Psst, leise. Soll da keiner mitkriegen, dass wir ein Auto geklaut haben. Hör doch mal wieder auf! Ach, Gott sei Dank.
Scharfschützengewehr. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eins dabei habe oder ob ich wenigstens Kraftbomben da habe. Auf jeden Fall müssen wir ihn ausschalten. Aber jetzt lass mich doch mal hier fahren, wie ich möchte. Oh, hier steht auch noch ein Baum. Nein. Kann man nicht einmal seine Wege machen. Muss man sich immer an die Straßen halten. Ist ja schlimm. Hi. Guten Tag. Oh, der Grüne ist ja geil. Was ist denn das? Girl, den nehme ich. Der Grüne ist cool. Er kann scheinbar auch sehr gut Autos knacken. Fuck the police! Yeah! Oh. Ich spüre Polizeipräsenz in der Nähe. Versuche mich mal ein klein wenig davon zu stehlen mit meinem unauffälligen grünen Auto. Hier durch die unauffälligen Gässchen quetschen. Dass sie auch hoffentlich das Interesse verlieren. Gucken, wo sie langgefahren kommen. Ich denke mal, die werden mich nicht finden, wenn ich mich hier versteckt halte. Habe ich es mir doch gedacht. Haben sie wieder aufgegeben. Tja, ein Schwarzer und ein Spinner sind halt immer die Gewinner. Wow, 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 wow. Heißt das, ich soll hier hochfahren? Ich denke, das heißt, ich soll hier hochfahren. Ja, nicht so weit. Wir wissen, dass das Probleme gibt hier mit dem Rückwärtsgang. Ich möchte nicht schon wieder ein Auto verschrotten. Noch höher, ja. Ganz hoch, bis ganz nach oben. Ich vermute schon. Schönes Autochen. Schönes Autochen. So, worauf muss ich achten? Habe ich noch ein Scharfschützengewehr? Ja, ich habe noch eins. Yay! Ist noch von dem Hubschrauberjob wahrscheinlich. Hier sieht es jedenfalls nicht unbedingt einladend aus. Begib dich zum Hotel, hänge die Cops ab. Ich habe da die Cops schon abgehangen, meines Wissens nach. Kannst natürlich nicht hier runter gucken, ne? Oder muss ich einfach hier nur zum Hotel vorfahren und nicht hier auf das Ding. Bin ich jetzt falsch gefahren vielleicht? Aber das wäre eigentlich die Spitzenposition, um den Typ hier auszuschalten, finde ich. Oh, ich fahre in die falsche Richtung. Ein Parkhaus in die falsche Richtung fahren, ist natürlich ungünstig.
Aber... Es scheint aber auch sehr wenig Autos zu geben, die hier parken wollen in diesem Parkhaus. Habe ich das Gefühl? Ach, da unten ist das Ding. Nicht da oben. Er wird das Hotel sehr bald verlassen. Ich hatte einen Platz mit guter Sicht auf das Hotel. Wer ist denn die Zielperson? Ist er die Zielperson? Ist das die Zielperson? Sind da oben irgendwelche? Hänge die Cops aus den Wachen und Zielperson vom Hotel abholen. Er wird das Hotel verlassen. Okay, naja, das müsste ja hier ein ganz guter Platz schon alleine sein. In der Hoffnung, dass mir hier nicht einer in die Quere kommt. Die müssen den ja irgendwo abholen. Der muss ja hier vorne rauskommen, denke ich mal. Und wird dann da auch ins Auto steigen, vermute ich mal ganz stark. Let's move it out, people. We need this area clear. Okay, jetzt kommt er. Oh, von da. Ist er das? Nein, das ist nur ein Personenschutztyp. Dann müsste er von da kommen dann. Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get through one day without some wannabe hippie waving an anti-globalization sign in my face. Da ist er doch. Und fertig. Boss is down. Get an ambulance now. I need backup now. All nearby units report immediately. Gut, dass ich so ein schnelles Auto geklaut habe. Alter. Pass mal auf, wo du hinfährst, alte Schnalle, du. Dann fahren wir halt in die andere Richtung. Ah. Wow, was sind die denn für Autos hier, die Polizei? Krasse Rammböcke vorne dran. Scheibenhonig. Tschüssi. Ja, ja, stopp the car. Naja, hoffentlich nicht. Nicht das Car stoppen. Bitte nicht, bitte nicht. Ich bin noch ein unschuldiger Bürger und zahle immer meine Steuern. Ich war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Alter, der dreht sich hier. Du Gras. Nicht über Gras fahren mit dem Sportwagen. Ich hoffe mal, ich kann sie abhängen hier so ein bisschen. Klein wenig verarschen. Oh, 80 von 100, das ist natürlich ein geiler Skill. Was meint ihr, ob die mich hier suchen würden? Ha, bestanden, yes! Der Hotelmord. Mortadella. Plus 9000, yeah! Hey, it's done. I know. Good work. All right, well, shit. Let me know about the next thing. Will do. But before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets, you know, property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man. Whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there, you know, for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit!
Meaning I don't have to live with my crazy ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. I'm joking, that probably isn't gonna happen. It's yours, enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Cool, neue Bude in Buxtehude. Ich habe jetzt eine neue Bude und habe natürlich auch gleichzeitig das passende neue Auto dazu. Und die Frage ist natürlich jetzt durch diesen Mord, den wir hier begangen haben. Wir schauen mal gerade, ob wir die Aktienkurse einsehen können. Wo wir ja unsere hoffentlich tollen Aktien gekauft haben. Aktuell runtergegangen. Oder? Ach nein, mein Portfolio. Oh, hier. Es ging sogar rauf. Prozentualer Gewinn 47%. Hui, hui, hui. Haben wir noch gerade mal hier 23.649 gemacht. Ich glaube, wenn wir die jetzt verkaufen, dann sind wir reich. Haha, 73.000. Geil, richtig cool Gewinn gemacht. Wir hätten wahrscheinlich noch weiter warten können, dass es noch weiter steigt, aber ich denke mal, 73.000 haben oder nicht haben, ist natürlich wieder eine Sache. So, jetzt gucken wir mal, wo unsere neue Wohnung liegt. Fahren nochmal dahin, um unser Auto zu speichern. Und das war es dann eigentlich auch schon fast schon, was wir für heute vorhaben. Den Rest seht ihr dann morgen. Habt ihr Kummer, habt ihr Sorgen? Wir sehen das alles morgen. Entschuldigung. Der Infernus ist natürlich teurer als mein Auto, was ich gerade fahre, aber was soll der Geiz? Hustenreiz, was soll der Geiz? Muss er gerade die Spur wechseln in dem Moment? Sieht er nicht, dass sein grüne Hornisse auf der Straße fährt? Wow. Hallöchen. Entschuldigung. Bitte nicht die Polizei rufen, nur den Krankenwagen. Dankeschön, tschüss. Hab gerade ein Ding durchgezogen. Ich will doch nicht auffallen. Das ist immer wieder so eine Umstellung, wenn man vom Land fährt, ja, hier erst Trevor, wo nichts weiter los ist und dann mitten durch die Stadt brettert. Die Tür ist einfach aufgegangen. Bam. Guten Tag, wollte nochmal gucken, wer da drin sitzt im Auto. Ah, ja, schöner Finger, danke. Hoffe ich mal, dass unser neues Domizil nicht so weit weg liegt hier. Ah, Mist. Ich kann heute echt nicht Auto fahren. Es tut mir leid. Aber wann konnte ich schon mal? Also, von daher, so wie immer, ne? Meine lieben Freunde, es wird Zeit zu gehen nach Haus. Und ich sage danke schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei einer Folge. Ab in den Knast. Ihr habt es auch wieder mal erfasst. Das Spiel neigt sich dem Ende zu. Das Video auch. Drum streiche ich mir meinen Bauch. Hat er nicht gesagt, ich habe ein neues Zuhause? Ach, das da oben, oder? Nein! Oh, Comic hat sich mal wieder verfahren. Also für den Fall der Fälle, ne? Oh, Comic ist zur Stelle und er hat sich mal wieder verfahren. Kann passieren. Kann sich nur um Stunden handeln. Ich dachte, da wo F dran steht, ist auch F drin. Aber scheinbar nicht.
Ist aber auch eine verzwickte Stelle, hier durchzufahren. Aber umso schneller sind wir natürlich zu Hause. Je schneller wir hier durchkommen durch den Verkehr, desto schneller sind wir auch nach zu Hause. Das ist eine krasse Fahrt gewesen jetzt hier. Wow. Zum Glück sind wir nicht durch die Brücke gebrettet. Ich habe sie nicht umgefahren, das Ding hat sie nur getroffen. Also alles schick, alles cool in Kabul. Obwohl in Kabul ist es eigentlich sehr warm. Warum sagt man eigentlich sehr cool in Kabul? Weil das sich reimen kann. Hast du mir leid? Boah, Alter. Noch eins, was vorne war. Oh mein Gott. Eine Investition fürs Leben, eine Immobilie. Und ich hoffe mal nicht das Ding, was wir abgerissen haben. Ah ja, es ist aber auch eine beschissene Straße hier hoch. Nicht gut geeignet für solche krassen Rennboliden. Wie er brummt schon. Klack, 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 klack. Der hält nicht mehr lange durch. Ich hoffe, den schaffen wir noch nach Hause hier. Ja, gekonnt bin ich natürlich dem Auto, was da entgegenkam, ausgewichen. Einfach, weil wir es können. Ja, das will ich ja auch gerade machen, aber du lässt mich ja nicht einparken. Den Mülltonnen rum. Das gehört sich aber nicht für so eine schicke Strandvilla hier. Oh, das sieht nett aus. Das ist auch eine Terrasse für den Hund. Schön. Und so schön luftig hier alles. Da gibt bestimmt direkt einen Weg zum Strand runter. Muss man demnächst mal auskundschaften in der nächsten Folge. Das Motorrad steht auch schon da. Bin zu Hause, Schatz! Wo ist denn hier das Schlafzimmer, wo ich speichern kann? Oh, ein Gesundheitspack. Ach nee, ich bin ja gar nicht angeschlagen. Hier ist kein Schlafzimmer, sieht nicht aus wie ein Schlafzimmer, kein Schlafzimmer. Oh, hier könnte irgendwo ein Schlafzimmer sein. Nein, hier geht's noch raus. Was? Drücke E, um mal an der Bonk zu ziehen, okay? Das ist natürlich nicht das, was ihr denkt, ja? Das ist, Apfeltabak. Man, this stuff does nothing for me. Nothing at all. Fuck, I should get something stronger, man. It's doing nothing. So why do I do it? Shit. Who? Kann ich hier speichern? Nein. Seht ihr mal wieder, Drogen bringen auch nichts, weil Autofahren können wir jetzt damit auch nicht, mit diesem Zustand. Muss ja hier irgendwo speichern können. Gibt's hier eine Tür? Kann ich hier raus? Ah, hier. Ach, da unten geht's noch weiter. Das Ding ist ja riesig. Da wird Michael aber abkacken bei dem Haus hier. Oh, wir können hier direkt in den Swimmingpool hüpfen. Hey. Oh, hat er da hingekackt, ja? Hm. Böser Hund. Oh, das ist mal ein geiler Swimmingpool. Yeah. Und ich suche noch das Schlafzimmer. Das Ding hat tausende von Zimmern hier. Wie komme ich hier rein? Ich will hier rein. Hallo, ist mein Haus. Aua. Okay, das geht nicht kaputt.
Wie komme ich denn hier unten rein? Ich weiß es nicht. Geht nicht. Aber ich kann mich im Spiegel sehen, wie ich die Scheibe versuche einzutreten. Ah, hier. Ah, Gott sei Dank. Endlich geht's bergauf. Lang nicht mehr gespeichert. Na gut, meine lieben Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Einen wunderschönen Sonnenaufgang, den wir hier nochmal zu Gesicht bekommen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Tschüssi!